Na, das ist doch was. Akansha, kannst du weg mitgehen? Hilfe, ich kassiere die ganze Zeit voll übel. Ja, ich brauche Heilung. Yeah, ich bekomme Heilung. Oh, jetzt ist aber noch jemand Level Up geworden. Hey, ich will auch. Werdet nicht alle ohne mich Level Up? Was ist da los? Wartet. Naja, kriegen am Ende unsere XP, oder? So, gucken wir mal. 10.000 gibt es nur dafür. Ja, viel ist das nicht, aber die Ini ist eigentlich für uns aber auch eigentlich schon low. Normalerweise. Dann gäbe es eigentlich mehr. Aber ich war mir jetzt halt echt nicht sicher, welche, ob, wie weit ich noch weiter questen soll und wie weit halt eben nicht, weil, ich eigentlich in Erinnerung hatte, dass man, auf jeden Fall nicht alle Dungeons durchkriegt, bevor man 80 ist dann, später. Also ich meine, ich habe ja immer schon ziemlich früh angefangen, Dungeons zu machen und ja, ich musste viele, mehrere Male machen, aber ich meine trotzdem. Ich finde, wir haben jetzt eigentlich einen ziemlich guten Levelbereich gewählt, um trotzdem anzufangen mit Dungeons. Wirklich. So, hier müssen wir leider hoch, weil da ist noch ein Boss und da müssen wir noch was machen für eine Quest. Warte, immer hier aber mal hier göttlicher Schutz rein. So, was wollt ihr jetzt, ne? Mit euren komischen Arkanen geschossen. Ihr könnt nichts gegen mich ausrichten. Alter, wer hat die denn gepult? Ich doch noch wohl nicht, oder? Kann doch gar nicht sein. Warum sollte ich die pullen? So, habe ich die sonnige Vergeltung oder irgendwas ähnliches, Vergleichbares hier auch? Moment, ich habe hier auch noch die Heilige Rächer. Moment. Theoretisch. Ich habe hier sogar Wächter der uralten Könige, WTF. Stimmt ja. Scheiße. Muss ich jetzt mal gleich gucken, was ich mache. Warte, erstmal muss ich Dings dann finden hier. Unermüdlicher Verteidiger. Vielleicht, das wäre auch... Hä? Das wäre auch mal ein guter Dev-CD, sage ich mal. Ein Schlag, der mich töten würde, gibt mir stattdessen erstmal Heilung wieder. Scheiße, das wäre ja auch mal was. Ansonsten, nee, ich sehe hier keine zornige Vergeltung. Ich werde, glaube ich, dann erstmal die göttliche Bestimmung skillen. Ich glaube, das ist das Bessere. Na, das müsste mein Schild aber eigentlich auch mehr absorbieren, dadurch, dass ich das geskillt habe, oder? Oder irgendwas anderes prockt hier, wie das gerade eben zum Beispiel. So, Stulpen der Schlangenschuppen. So, irgendwas müssen wir dann mit der Anomalie noch untersuchen. Dazu haben wir jetzt irgendwie so ein Gerät, was ich jetzt im Inventar nicht sofort gefunden habe, aber die Anomalie untersucht. Was ist denn das für ein Ding jetzt nochmal? Ich sehe es irgendwie in meinem Inventar nicht. Naja, wie auch immer. Oh, das war höllisch knapp. Man kann da nämlich voll eiskalt runterklatschen. Zum Glück bin ich das gerade nicht. Oh, ich habe gerade mein Dev-CD gezogen. Warum das denn? War nicht extra. Heilung, Heilung, nix Heilung. Nein, nix Arkanschlag. Ich kicke hier alles.
Ich frage mich trotzdem, wo dieses Item ist. Ich sehe es nämlich nicht. Keine Ahnung, wo es ist. Egal. Wo gehen wir lang? Links, rechts? Ich glaube, links reicht schon. Laufen hier so links lang, ja. So, ich habe mich mal kurz wieder auf meinem Stühlchen hier ein bisschen umpositioniert. So, die hier, die will ich haben für die Arkan-Splitterchen. So. Na, guck mal hier, was haben wir denn da? Da war gerade so ein schöner Proc. Habe ich aber mal genutzt. Warte, ich muss mir nachher mal den Skillpunkt göttliche Bestimmung mal durchlesen, wenn wir mal gleich Freiraum haben. Ich werde sowieso vergessen. Ich wollte bestimmt schon sowieso andere Sachen machen, die ich sowieso wieder vergessen habe. Ich sag jedes Mal, ich tu dies und tu das und dann vergesse ich es jedes Mal. Das gibt's doch gar nicht. Muss ich mir hier so eine Strichliste so langsam mal nehmen oder was? Eine Checkliste, mir während des Let's Plays anfertigen, was ich machen wollte. Ja, ich hoffe, ich laufe hier immer noch Richtung Boss, aber ich glaube eigentlich schon. Ich glaube, man kann den Neger auch gar nicht verpassen, oder? Wenn man nach links läuft zumindest nicht. Bei rechts auf jeden. Da kann man den verpassen, aber hier doch nicht. So, zwei Splitter wieder. Juhu! Also, ich habe die Quest schon mal fertig, Leute. Ich weiß zwar nicht, wie es bei euch aussieht, aber ist mir auch egal. Zumindest ich habe es fertig. Ja, mit dem kleinen Mob da hinten kommt der selber gut zurecht. Muss ich ja auch noch nicht. Muss ich ja nicht extra abspotten, oder? Außer die hier. Die muss ich mir. Die muss ich an mich nehmen. Naja, hier ist es wirklich, wirklich hell drin, ne? Meine Augen fühlen sich gerade so richtig komisch an. Wie diesem schönen Licht hier. WoW ist bei mir jetzt eigentlich so diesen Fenster-Vollbild-Mode eigentlich ja immer relativ dunkel. Ich habe eigentlich mit ziemlich hohen Gamma immer gezockt, WoW. Jahrelang eigentlich immer mit erhöhten Gamma und jetzt weiß ich nicht. Jetzt gerade hier in diesem Moment ist es halt wieder so richtig hell und denke ich mir, boah, geil. Gelassenheit. Stop casting. So. Hier hätten wir den dritten Boss, Ormorok, den Baumformer besiegt. Alter, wie oft prockt denn jetzt irgendwas hier? Was geht denn jetzt ab für Party? Achso, hier kommen ja so schöne Eisstacheln. Und auf dem Boden muss man einfach nur ein bisschen aufpassen, dass man da nicht drin steht. Mehr ist bei dem Boss eigentlich nicht. Also, relativ simpel. Guck mal, solche Schultern, weißt du, die sind schon geil, weißt du, die sind schon richtig dick, weißt du, aber haben die abgebundenen Dinger da und, ja. Werden wir nicht austauschen, weil die mehr XP bringen. So, habe ich die bis 85 eigentlich geupgradet? Ja, auch das Ding bis 85? Ja. Wirklich alles bis 85? Das Ding ist aber nur bis... So, ich habe gar kein Ding, Smokestück. Jedoch habe ich wohl, aber ich habe es nicht angelegt, weil es unnötig ist, ne? Ja. Das bringt ja auch keine XP mehr, deswegen ist es egal. Moment, da müssen wir lang. Lauft, lauft, lauft. Pult nicht. Gut.
So, da gibt es so einen Baum, der ziemlich unauffällig ist, und das wäre dieser hier. Der kommt dann einfach so angerannt, weil man lowest Level hat. Und dann denkt man sich, Alter, wo kommst du denn angerannt? Ich musste mich mit einem Kollegen darüber so kaputt lachen, weil wir beide keine Ahnung hatten, woher der Baum kommt. Der war so unauffällig für uns. Naja, aber mittlerweile, also das war, wenn man sich halt zusammen unterhält, dann vercheckt man das so ein bisschen und dann denkt man sich, wow, weißt du, aber jetzt mittlerweile weiß ich, dass der Baum da steht und da ist das Feeling nicht mehr so interessant. Was ich sehr schade finde. Na, hier muss man noch so Kügelchen aktivieren, rundherum. Und dann können wir den Boss verprügeln. So, da haben wir auch schon mal aktiviert. Und das... Oh, das ist... Achso, da gibt es keine vierte Kugel. So, guck mal, was wir hier haben. Hier gibt es so einen Buff, der steigt immer weiter hoch. Und irgendwann mal friert man sogar ein. Und man muss einfach nur hochspringen einige Male. Oder einfach nur in Bewegung bleiben. Dann bekommt man das halt eben nicht. Ist halt nicht schwer. Der Boss. Nur manche kennen das, glaube ich, nicht. Und das deckt das halt ein bisschen höher. Um Angriffs- und Zaubertempo 90% verringert. Ja, wie wäre es mit Bewegen, ne? Der ist gerade gestorben. Naja. So. Hätten wir die Quest also auch schon mal fertig. So, geben wir alle ab und dann werden wir fertig mit dem Nexus. Ja, ich hoffe, euch hat die Dungeon gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Nein, okay, wir wollen hier die Aufnahme nicht beenden. Quatsch. Füße. Das sind gute Füße. Die sind aber nur minimal... Okay, die haben Ausweichen. Das sind denke ich Füße. Bestimmtes? Nee, eigentlich nicht. Nehmen wir einfach mal das Ding. Auch wenn es vielleicht nicht am meisten wert ist. Ah, schönen guten Tag. Ah, das Ding ist auch gut. Ich nehme das. So, hier ist eigentlich wieder relativ scheißegal, was wir nehmen. Juhu, Quest abgeschlossen. Wer ist dabei... das hier zu machen. Sag nein und ich bin raus. Sag nein und ich bin hier raus. Okay, bis jetzt ist noch nichts vorbei, sag ich mal. Noch immer ist eine Rollenabfrage da. Guck mal, der Wählscher... Oh! Jawoll. Die sind dabei. Kommst du denn jetzt auf einmal her? Einfach aus dem Nichts haust du hier auf und greifst dir so ein Teammate an. Das geht ja mal gar nicht. Ey, wer nimmt hier eigentlich nicht an? Was bin ich jetzt eigentlich für eine Rolle? Bin Tank. Okay, wundert mich nicht. Guck mal, was wir hier haben. Quest! So, ihr könnt euch bestimmt hier dieses Gebiet erinnern. Da hinten ist ja diese komische Grube von Ne-Jun-Ne-Jan oder irgendwie sowas ähnliches gewesen. Und hier ist dann Aziol Nerub. Und ja, die Dungeon ist eigentlich relativ kurz, muss man wirklich sagen. Aber es ist trotzdem wert, sie einfach mal einmal zu sehen. So. Und eigentlich, wenn ich mir so auf meine XP so drauf schaue, dann ja, finde ich eigentlich, wir haben doch eigentlich ordentlich gerade eben bekommen, oder nicht? Auch noch für die Quests. Also. Pff.